Bitte schön. Ist schon lang in meinem Wunschprogramm. Sagen wir so, das neue Programm ist natürlich ein gewisses Zuckerl. Musik einfach auf einer extrem hohen Ebene. Bixner ist einfach in der Szene eine tolle Musik. Das ist einzigartig, das ist ein Musikgenuss. Bisher haben wir einmal gesehen und das hat uns total taugt. Der ist einzigartig in seiner Musikrichtung. Weil er einfach unglaublich gut ist. Weil eigentlich Volksmusik anders interpretiert. Aber auf der anderen Seite ist Bixner ein Begriff in der Volksmusik. Das sind so perfekte Musiker, es ist einfach, da kann man fast die Augen zumachen und das genießen. Er ist ja wirklich ein Musikant sondergleichen. Alle beherrschen die Instrumente perfekt. Ja, ein russischen Beautiful Series, viele 103 Viertler, Dirty Katie. Es ist auch ein bisschen was Neues eigentlich. Es sind Virtuosen, alle miteinander. Ich habe im Fernsehen diverse Dokus von ihm schon gesehen und es ist einfach ein Erlebnis. Es sind auch tolle Musiker. Ja. Wir haben ein Volksjahr schon gesehen da in Öblan. Aber was mir noch mehr taugt, Öblan ist in der Kulturszene der Nummer 1 und machen so viele Veranstaltungen. Leute zu motivieren, dass sie herkommen, wobei das beim Bixner-Konzert eigentlich relativ einfach ist, weil Öblan war eines der allerersten Konzerte, was wir überhaupt gespielt haben. Und seitdem verbindet uns wirklich ganz eine schöne Freundschaft daher. Zum Kuhl, zum Hans-Johann und dem ganzen Team rundherum. Und zum 10. Mal, glaube ich, was der Herbert seit Beginn eigentlich bei uns spielt. Und wir freuen uns immer riesig, dass er bei uns da ist. Und man muss da zugreifen, wenn man da die Möglichkeit hat, so einen Künstler bei uns in der Gegend zu sehen. Und jetzt lassen wir uns wieder überraschen von Bixner. Mittlerweile kennen uns die Installer und wir haben wirklich ganz ein treues Publikum da und es ist jetzt mal schön zum Spielen. Freuen wir uns wirklich jetzt mal.